Ja, heute mal im Corona-Style, also per Videokonferenz. Mein alter Freund Michael Deichert, mit dem fange ich mal an. Wir kennen uns ja schon nun seit etlichen Jahren. Ja. Ja, müssten auch schon bald 6, 7 Jahre sein, ne? Das kommt ungefähr hin, ja. Ja, so in der Gegend, ja. Hat sich gar nicht verändert. Siehst immer noch so alt aus wie früher. Ja. Nein, Scherz beiseite, wie wir könnten uns. Und Michael, ja, du hast wieder den Kontakt zu Eder Dampfradio aufgenommen, weil du hast eine Band an der Hand, die am 1. Mai was ganz Neues macht. Die Band nennt sich Groovin' Abstracts. Und wir haben, bitte? Ich hab so ein Brummen gehört. Ja. Wir haben hier die Bandmitglieder, zwei im Video und einen per Telefon zugeschaltet. Das sind, ja, wenn ihr euch selber kurz vorstellen würdet, bitte. Okay, ich bin der Osch. Ich bin zusammen mit meinem Freund Rainer Gründungsmitglied der Band und bin nur am Telefon. Ja, und was machst du bei der Band, außer die Band vielleicht mit Catering zu versorgen? Also ich versorge sie primär mit Catering natürlich, aber sekundär schreibe ich Stücke, Instrumentalkompositionen, ich schreibe Texte, mache Arrangements und überlege mir irgendwie, womit ich die anderen ärgern kann. Ja, und was spielst du? Achso, ich spiele Gitarre, aber ich spiele auch ab und zu mal irgendwelche, ich drücke auch ab und zu mal eine Taste ab oder sowas oder spiele Xylophon, aber primär bin ich Gitarrist. Also wenn ich so Sprüche mache, dann habe ich gestern eure Homepage gelesen, ne? Deswegen leiste ich mir dann diese Sprüche. Und haben wir noch ein bisschen drüber diskutiert. Ja, bitte, der Nächste. Ja, ich bin der Sejoscha, ich spiele Schlagzeug und lasse mich gelegentlich auch vom Osch ärgern. Ja, gebe ich einfach mal weiter, ein kurzes Statement. Ja, ich bin der Rainer, Bassist. Schreibe auch ab und zu ein Stück, wenn der Bandleader es zulässt, was er manchmal tut. Ja, gut. Gut, ah, zwei Mitglieder fehlen noch. Das ist einmal die Anne, die ist bei euch Sängerin, nehme ich an, und spielt Nee, da nee, nee. Die Anne ist Pianistin. Pianistin, okay. Und dann, Bin auf dem Synthesizer ab und zu. ja, okay. Und dann der Bert, der fehlt auch noch. Genau. Der Bernd ist unser Allrounder sozusagen. Der Bernd kann sowohl Gitarre spielen als auch Keyboard, singt auch ab und zu mal, ist aber flexibel einsetzbar sozusagen. Seit wann gibt es euch? Ja. Ja, das ist jetzt so eine, das ist tatsächlich eine ein bisschen längere Geschichte. Ich kann ja mal ganz kurz probieren, diese Geschichte so ein bisschen zusammenzufassen. Also, wir haben eigentlich dieses Projekt Groovin' Abstracts unter ganz anderen Voraussetzungen schon 1999 gestartet. Das heißt, damals waren meine Lebensgefährtin und ich im Urlaub auf Malta und haben dort einen Maler kennengelernt, der uns dann netterweise tatsächlich irgendwelche Originalbilder von sich mitgegeben hat. Und wir hatten so vereinbart, dass ich hier zu Hause probiere, das, was er gemalt hat, in Töne umzusetzen. Und meine Lebensgefährtin hat Texte geschrieben, kurze Gedichte, und wir haben probiert, daraus ein Projekt zu machen. Und ich habe das hier quasi mehr oder weniger alleine angefangen, im Multiplay-Verfahren, und habe nach einem Bassisten gesucht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich in Darmstadt in einem Schuppen, das ich Up Art Factory nannte, Rainer live spielen gesehen. Und zusammen mit Sajoscha übrigens. Und hatte aufgrund dessen, weil ich das sehr, sehr gut fand, was da gespielt wurde, Rainer tatsächlich postalisch per Brief angefragt, ob er nicht Interesse hätte, sich an so einem Projekt zu beteiligen. Und da Rainer das zugesagt hatte, war das tatsächlich der Anfang dieser Idee von den Groovin' Abstracts. Der Titel der Band, der kam damals daher, weil es tatsächlich sich um stark rhythmusbetonte Musik handelte, die aber in einem sehr abstrakten, experimentellen Bereich lag. Was Okay. übrigens Michael Deichert, falls du dich erinnerst, Michael, dazu veranlasst hat, nachdem ich ihm die Musik vorgespielt habe, mich zu fragen, kannst du auch richtig Gitarre spielen? Ja, ich habe Naja. also, naja, gut, ich sag mal, Bert hat ja Kaki King als
Muse angegeben. Und wenn man die Gitarre spielen sieht, dann ist das irgendwo so zwischen Hackbrett- und Holzfällerstil, aber eine super Musik, ne? Absolut, vor allem man muss sagen, die Frau ist sehr, sehr virtuos, also gar keine Frage, ja, da steht auch sowas da. Ja, weil wir gerade bei Michael sind. Michael, ganz rührig bei euch da unten in Südhessen, selber mit Musik unterwegs gewesen, immer noch unterwegs zum Teil. Und inzwischen aber auch für zwei kleine Labels tätig und so ist ja Groovin' Abstracts dann auch hier bei Eder Dampf Radio gelandet. Genau. Also ich habe mich so ein bisschen hinter die Kulissen verzogen gehabt in den letzten Jahren und habe für KHB Music aus Plauen in Ostdeutschland ja dann ein bisschen mitgeholfen. Also eine Zeit lang verstärkt, also richtig als Mitarbeiter oder auf selbstständiger Basis für das Label und habe auch mit Handmade Tunes ein Sublabel ja geleitet als Manager und hat dann so das, was ich vorher in der Musik aktiv gemacht habe, quasi passiv weitergemacht und habe dann andere Bands mitgefördert, mich um die Pressearbeit gekümmert, im Radiobereich Werbung gemacht und ja, hat sich natürlich in den letzten Jahren auch alles ein bisschen verändert wieder. Musik wird immer schwieriger zu machen auf professioneller Ebene und das professionell zu vermarkten. Und dementsprechend war das eigentlich so die letzten 2 Jährchen eher ein bisschen zum Hobby verkommen. Und dann hat mich mein guter Bekannter Osch nach vielen Jahren mal kontaktiert und hat gesagt, ah, du hast ja vor 6 oder 7 Jahren hast du bei uns mit uns im Studio einen Song eingesungen, Lisa. Der ist jetzt fertig, nach 6 Jahren, hat ja gar nicht so lange gedauert. Und da habe ich gesagt, ja. Genau, und dann habe ich gesagt, das wäre ja eigentlich eine schöne Möglichkeit, einfach sowohl mal wieder musikalisch ein bisschen was zu machen, aktiv, als auch hinter den Kulissen und einfach das Sublabel Handmade Tunes ein bisschen zu reaktivieren und zu gucken, dass wir den Song mit der Band, die ich sehr, sehr cool finde, einfach ein bisschen bekannter machen kann. Und so ist das Ganze jetzt relativ spontan zustande gekommen. Wenn man jetzt an die Band 6 Jahre, gut, es gibt, das ist durchaus im Bereich der Popgrößen und Rockgrößen, die dann schon mal 4, 5 Jahre sich in ein Studio verziehen, um eine Single zu produzieren. Aber ihr seid ja Hobbymusiker, ihr lebt ja nicht von der Musik, oder? Und das heißt ja auch, man muss sich die Zeit ja dafür abknapsen, denn man ist ja im fast professionellen Bereich, was heute die Ausrüstung angeht, das Equipment, der Anspruch, den man an sich selber hat. Das ist also nicht mehr mit der 60-Euro-Gitarre von einem namhaften Musikhaus aus Franken getan, sondern da steht ja schon echtes Geld. Und auch Zeit dahinter, oder sehe ich das falsch? Ja, das Naja, stimmt. gut, wir machen das halt schon sehr lange, ne? Ja. Ja, und ich meine, Also, das was das ist. Equipment angeht, das kommt halt so mit den Jahren, sammelt sich auch so ein bisschen was zusammen. Und man braucht ja auch nicht Das immer meine ich. heutzutage, auch gerade nicht immer das High-End-Equipment, sage ich Ja, mal. aber trotzdem, ich sage, wenn man vernünftig arbeiten will, braucht man vernünftiges Equipment. Also, Der Ja, größte auch. Knackpunkt ist dabei, ist halt immer auch so diese Räumlichkeiten. Ich glaube, das Problem kennen halt auch viele Bands, dass Ja. einfach Mangel an Proberäumen grundsätzlich in jeder Stadt, in jedem kleineren Dorf doch sehr präsent ist. Gell? Oder Mangelware sind, Halt ne? wirklich auch, da muss man echt sagen, wir haben sehr viel Glück auch mit unserem Raum. Gelegentlich gibt es mal einen Wasserschaden. So alle 7 Jahre kommt da mal so ein bisschen Wasser reingeflossen. Aber da haben wir schon sehr viel Glück auch mit gehabt, dass wir einen relativ guten, schönen Raum auch haben, den wir auch selber nutzen können, ohne ihn mit anderen Bands auch teilen zu müssen. Ich meine, wir sind jetzt 3 Bands da drin, in den Bands spielen von uns immer Leute mit. Das heißt, dieser Raum ist auch wirklich unter unserer Hand und das Equipment, was da drin steht, Ja, das. aber auch Studiokosten sind ja nicht gerade günstig, es sei Ja, denn, man das auch. macht es wie ein namhafter Ja. Müsli-Hersteller mit einem kleinen Behringer im Keller hier seine Werbespots Das ist aufnimmt. wahr. Ja, das ist Das eigentlich ist auch der wahr, aber wir Hauptgrund. hatten da sehr, sehr großes Glück. Wir hatten tatsächlich
schon so ab 2000 das Glück, dass wir da in einem kleinen Studio waren. Und das ist halt hier irgendwie eine kleine Clique von Musikern in dem ganzen Umkreis. Und die Leute kennen sich eben untereinander. Und wir hatten das große Glück, da in ein Studio zu kommen, wo wir die Möglichkeit hatten, sehr, sehr kostengünstig, muss man wirklich sagen, mit sehr viel Wohlwollen der ausführenden Leute da immer wieder haben aufnehmen können. Und so sind im Laufe der Jahre zwischen 2000 und 2007, glaube ich, zwischen 2000 und 2014, Entschuldigung, 7 CDs entstanden immerhin. Und das waren natürlich sehr glückliche Umstände. Das Problem war, dass 2014 dieses Studio, das kleine Studio, das war ein ganz kleines Häuschen, irgendwie ein Hexenhäuschen, sehr baufällig, irgendwo halt im Nirgendwo, das ist abgerissen worden und die Studiobetreiber haben sich einem größeren Konzern quasi angeschlossen, okay, in Frankfurt. Mhm. Somit war dann für uns die Möglichkeit verwehrt. Nur die Sache auch, warum die Lisa so lange gebraucht hat, um irgendwie das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken, ist die Tatsache, dass wir hatten eigentlich an einem ganz anderen Projekt gearbeitet und hatten nebenher diesen Song aufgenommen. Und der ist, wie gesagt, der ist 1985 schon geschrieben worden. Ach Gott. Und, Lisa hat inzwischen schon Enkel. Da hat Lisa inzwischen schon Enkel. Ja, in der Tat. Also Lisa ist mittlerweile eine sehr, sehr erwachsene Frau und so. Und ich habe sie übrigens, nachdem ich sie erfunden hatte, vor 35 Jahren oder so noch nie zu Gesicht bekommen, jetzt in dem Video zum ersten Mal. Aber ja, sind mir gleich in dem Teaser die wunderschönen roten Haare aufgefallen. Absolut. In dem Video-Teaser. Ja, mir auch. Auch sofort. Ja, jedenfalls war das so, ich habe damals diesen Song geschrieben, den habe ich auch übrigens so geschrieben aufgrund einer Wette, weil ich nämlich damals in einem Schallplattengeschäft gearbeitet habe und mein Kollege in dem Geschäft, man muss bedenken, 1985, wir kommen aus den 70ern und waren alle Fans der 70er Jahre Progressive Rock Bands, sowas wie King Crimson oder Yes oder Gentle Giant oder wie auch immer. Und unsere Heroen haben zu dem Zeitpunkt alle das gemacht, was man allgemein und damals zu Recht als Mainstream bezeichnet hat. Also heute ist das ein fragwürdiger Begriff, aber damals sind die alle sozusagen auf Pop gegangen. Und ich weiß, dass dieser Kollege von mir zu mir gesagt hat, ja, Osch, du schreibst ja ganz gute Stücke, die sind alle schön und gut und sehr kompliziert, aber du kaschierst damit nur, dass du nicht imstande bist, mal einen anständigen Popsong zu schreiben. Ja. Und ich habe natürlich, da war ich 25 Jahre alt, habe ich irgendwie gesagt, was, das zeige ich dir sofort. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe irgendwie... Wie hoch war denn der Wetteinsatz? Zentner Bier, Kasten... Nee, das Kasten, ist eine gute Frage. Tabak, Kasten Bier... Ich konnte jetzt irgendwas erzählen, ich weiß es aber nicht mehr. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, worum es da ging. Es wird schon irgendwas gewesen sein, was jetzt ein bisschen kürzer war. Aber jedenfalls bin ich dann nach Hause, habe auf so einem Vierspur-Kassettenrekorder, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ja, so ein Teil, wo du eine ganz normale Audiokassette, wie man die früher so kannte, reinlegtest. Also ich bin so alt, ich kenne sogar noch Volksempfänger. Okay, also jedenfalls habe ich auf so einem Vierspur-Fostex-Kassettenrekorder irgendwie eine Rohversion von dem Stück aufgenommen. An dem Text habe ich länger gebraucht, als ich für die Musik gebraucht habe. Und ich habe ihm das dann vorgespielt, in dieser, würde ich heute keinem mehr vorspielen, diese Version, in dieser Version. Und irgendwie war er zufrieden und ich hatte die Wette wohl auch gewonnen. Jetzt, pass auf, jetzt kommt aber hunderte von Jahren später, also nicht ganz, aber einige Äonen später, kommt mein kleiner Bruder, der mittlerweile nicht mehr so klein ist, und erzählt mir, das war so um 2010 rum, erzählt mir, das einzig gute Stück, was ich hier geschrieben hätte, wäre dieses gewesen. Ich war natürlich empört darüber. Und dann habe ich und seine damalige Freundin, wir haben beschlossen, okay, wenn er nächstes Jahr Geburtstag hat, also 2011 zu seinem Geburtstag, gehen wir in das Studio, was wir damals ja noch irgendwie relativ kostengünstig nutzen konnten, und machen eine Rohversion davon und machen ein Exemplar davon, brennen das auf CD, machen noch ein Cover dazu, seine Freundin hat noch ein tolles Cover entworfen und schenken ihm das zum Geburtstag als Einzelexemplar. Und diese Version haben wir damals jetzt mit der Bandbesetzung schon aufgenommen, also mit Joshi am Schlagzeug, Rainer am Bass und ich an der Gitarre, und die Freundin von meinem Bruder hat gesungen. Und Michael hat unser auch Produzent gesungen, oder was? Oder war nur Moment, das kommt jetzt gleich. Okay. Das war 2011. Aber unser Produzent und Toningenieur hat gemeint, ey, aus dem Stück lässt sich doch was machen. Da machen wir mal eine richtig amtliche Version draus und arbeiten mal ein bisschen dran und so. Da kann man auch was Gutes draus machen. Ja, gut. Und in dem Zuge haben wir tatsächlich dann das Stück überarbeitet.
und einiges verändert dran und haben einfach mit dem Rohmaterial weitergearbeitet, bis es einigermaßen amtlich in Anführungszeichen war. Und ich habe dann Michael gebeten oder angefragt, ob er nicht gerne das Stück singen wollen würde. Und zu meinem großen Glück hat er zugesagt und so ist das entstanden. Und das lag dann aber, nachdem das Studio geschlossen hatte, in einer nicht ganz fertiggestellten Version in dem Studio rum. Und das war 2014 und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört gehabt. Und jetzt vor 2 Monaten oder so habe ich dann plötzlich von dem Toningenieur in dem Studio eine fertig gemixte Version geschickt bekommen. Aha. Und ab da fängt das jetzt an, quasi, was sich daraus entwickelt hat eben. Ja. Jetzt ist es so, mit den Bands, die treiben sich ja nicht nur in Proberäumen rum und in verräucherten Spelunken. Was ist euch lieber? Also auch die Rampensau, auch also Publikum und Abrocken? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt fast 20 Jahre lang Studiomusik gemacht. Irgendwann willst du, also zwischendurch hatten wir schon Auftritte, wir waren in Berlin, haben da ein paar Gigs gehabt in Neubrandenburg. Aber eigentlich ist die Bühne ist halt schon der Hammer. Wenn du draußen bist und man gefällt es den Leuten oder es gefällt ihnen nicht, egal, aber halt einfach dazustehen, Musik zu machen, ist der Wahnsinn. Wo kann man euch eigentlich dann sehen? Hauptsächlich im Raum Mannheim, also Darmstadt in der Kante oder auch, wie du sagtest, eben Brandenburg auf den entsprechenden Festivals? Ja, eigentlich wer zu sagen im Moment? Die Festivals bearbeiten, aber da gibt es halt irgendwie ein Hindernis dieses Jahr. Ne? Ja, dieses Jahr, aber generell meine ich. Ja, ich denke, Festivals sind ganz gut, um erstmal so, uns kennt keine, wir kommen irgendwo hin, kommen Gäste, kommen viele Gäste. Von daher ist ein Festival halt für eine Band, die unbekannt ist, sehr gut. Ja. Da sind halt Leute da, die hören dich. Aber jetzt wird also quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, fast durch die ganze Republik, wenn es wieder geht. Die euch hören wollen, ja, einladen und auch entsprechend honorieren. Da fahrt ihr auch. Wir hatten das große Glück, dass wir in Berlin Bekannte haben, weil das ist ja auch immer so eine Sache mit Unterbringung und sonst wie. Ich meine, uns bezahlt ja keine Hotels oder was auch immer. Mhm. Und wenn wir da irgendwie länger unterwegs sind, ist es ganz gut, dass wir dort unterwegs sind, wo wir auch irgendwie gut untergebracht werden können und sowas und Andockpunkte haben überhaupt und so. Deswegen war Berlin und Umgebung ein ganz gutes Cluster. Und das funktioniert natürlich nicht überall. Wenn wir jetzt nach München gehen würden, ich kenne da keinen Menschen halt oder so. Insofern weiß ich nicht. Aber das sehen wir ganz locker, dich kennt da auch keiner. Also ja. kannst auch dementsprechend auftreten. Ja, das funktioniert bestimmt. Michael, ja. du hast jetzt, das Musikvideo dazu gemacht. Ich habe ja bis jetzt nur den Teaser gesehen. Mhm. Da hast du dich ja auch mal so in diese Richtung ein bisschen bewegt mit Fernsehen und Video. Hilft das jetzt hier bei der Promotion für Groovin' Abstracts? Ja, also ich denke schon. Also ich hoffe es zumindest. Das hat sich bei mir alles so ein bisschen durch Zufall ergeben gehabt. Ich war ja auch jahrelang mehr oder weniger professionell im Musikbereich unterwegs und bin darüber eigentlich so ein bisschen zur Werbung, zum Marketing gekommen. Also bin dann von der Firma, von Bekannten, die so Apfelwein herstellen bei uns in der Region, die haben gesagt, ach komm, hast eine coole Stimme, sprich doch mal den Werbespot ein. Und darüber bin ich irgendwie in Social Media, Pressearbeit und alles gelandet und irgendwann auch bei einem Fernsehsender und habe da natürlich auch ein bisschen über die Schultern geguckt, habe da ein bisschen Fernsehsprecher gemacht und ja, so nach und nach bin ich von der kreativen Seite von der Musik eher auch zu dem Visuellen gegangen und habe da entsprechende Programme, entsprechendes Videomaterial und filme auch gerne mal selbst ein bisschen und mache mittlerweile sehr viele Werbespots und dergleichen oder halt eben auch mal Bandvideos, so wie jetzt. Und wir haben jetzt nicht extra gedreht, also wir haben jetzt, die Schauspielerin konnten wir uns noch nicht leisten. Das ist ein Video aus Stock-Footage, also aus vorgedrehtem Material, was man halt einfach im schönen Kontext. Ich hätte jetzt nach der Telefonnummer von der rothaarigen Dame gefragt. Ja. Ich weiß leider dementsprechend auch nicht, ob sie wirklich Lisa heißt, aber für uns heißt sie natürlich so. Ja, was kommt denn nach Lisa? Am 1. Mai ist das offizielle Release. Es wird sicherlich nicht die letzte CD sein, die Band macht.
Nein, geplant. Ich hoffe nicht. Also wir haben jetzt ein Live-Programm erarbeitet seit 2 Jahren. Wollten eigentlich das dieses Jahr vorstellen, aber wir hatten das Thema ja schon, da kam leider die Krise dazwischen. Krise ist geil, ist auch ein Stück von Gruben abstracts. Also vieles gerade für die Kulturschaffenden natürlich noch neben den Aufführungsstätten, in der Regel Kneipen oder Caterer, die sowas machen, oder Vereine, die sowas machen, ein Riesenproblem. Ne? Ist ja nicht nur, dass euch die Einnahmen wegbrechen, sondern auch denen und vielen anderen auch. Das ist leider so. Ist fraglos so, ja. Ja. Und ich sehe das ja selber bei mir, die großartigen Corona-Hilfen, da hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Anders kann man das ja nicht sagen. Ihr seid ja alle noch beruflich unterwegs, nehme ich an. Ja. Wie bringt man das denn so unter einen Hut, auch mit den Auftritten? Mit Opfern. Kurze Nächte. Ich kenne das ja nun so von früher, die 60er, 70er, teilweise die 80er Jahre waren ja, da sprossen die Beatbands, die Rockbands auf jedem Dorf so ein bisschen auf dem Boden, haben auch teilweise sehr gut ihre eigene Musik gemacht, aber samstags haben sie Tanzmusik gemacht für Taschengeld. Habt ihr das auch mal gemacht? Du meinst Tanzmusik jetzt, oder was? Ja, was also du? Viele Bands haben ja dann samstags irgendwo auf Dorffesten Tanzmusik gemacht, gab gutes Geld, gab freies Essen, gab freies Trinken, und der Schlagzeuger hat die Mädels heiß gemacht, die der Gitarrist dann abgeschleppt hat. So muss es sein. Ja. Habt ihr das auch mal so gemacht? Nein. Ich meine, oder ihr seid immer eurer Linie treu geblieben, also gar nichts anderes. Also in der ich habe angefangen, Songs nicht zu schreiben, als ich 10 war oder so. Also ich schreibe schon immer eigene Songs. Und ich habe auch schon immer manchmal sehr viel mehr, manchmal ein bisschen weniger den Ehrgeiz gehabt, auch die Songs irgendwie hörbar zu machen. Das heißt also, ich habe nie in einer Coverband gespielt, ich habe keine Tanzmusik gespielt, ich habe immer, ich habe mich immer primär als Kreativen gesehen, als Musiker in dem Sinne, der jetzt irgendwie da geht und für Geld jetzt irgendwie Gitarre spielt und Helene Fischer covert oder so. Also, ja. Oder wen auch immer. Oder ja, aber, das ist aber, ich sag mal, als freier Kreativer auch in einer nicht im Mainstream verhafteten Musikrichtung, ist das natürlich ein hartes Brot, ne? Definitiv. Ist es ja, klar. Und wie Joschi schon sagte, ich meine, das lässt sich wahrscheinlich nur mit Opfern halt machen oder sowas. Ja, es sind immer Konzessionsentscheidungen, die immer wieder und so gefällt werden müssen. Und selbstverständlich ist es so, wenn man das so lange macht, über 40 Jahre oder sowas, ist das je nach Alter, in dem man sich befindet, fallen die Entscheidungen auch unterschiedlich aus. Das habe ich auch festgestellt. Ja, ich kenne das eben wie viele Bands, die zwar ihre eigene Musik, eigene Linie hatten, aber dann eben so alle 4 Wochen mal auf irgendeinem Dorftanzabend gespielt haben, also die gängigen Pop- und Beat-Songs. Und das gab immer schönes Taschengeld. Ne? Also eigentlich das Futter, das man brauchte, um als Freier kreativ zu sein. Michael war ja auch eine Zeit lang mit einer anderen Musikrichtung unterwegs, ne? Mit Graham OCD und The Sentimental Gentleman. Ich habe immer noch das Campfire, das in Wikipedia steht, die Campfire-Musik im Ohr. Hast du das bereut, die Zeit? Nein, auf keinen Fall. War alles eine gute Geschichte, die sich weiterentwickelt hat. Also es waren verschiedene Stationen und hat sich alles ein bisschen verändert, aber ja, so ganz kann man die Musik jetzt auch nicht loslassen. Also auch wenn man ein bisschen hinter den Kulissen ist oder jetzt so ab und zu auch mal wieder bei einer eigenen Veröffentlichung als Gast bei einer Veröffentlichung mit dabei ist, ist das auch schön. Und auch Konzerte zu spielen ist toll. Wir haben das tatsächlich, wie du eben erzählt hast, eine Zeit lang so gemacht bei den Sentimental Gentlemen, dass wir zwar auch die eigenen Stücke hatten, aber dass wir zumindest Interpretationen
von bekannten Songs auch gespielt haben. Jetzt nicht so, wie das eine Coverband tun würde. Da waren wir ehrlich gesagt immer ein bisschen zu faul dafür, das originalgetreu rauszuhören. Das waren immer so freie Interpretationen. Also Britney Spears, Hit Me Baby One More Time als eine Country-Version oder What Is Love von Hathaway als eine Ska-Version. Und haben da so ein bisschen die Stile gemischt und haben das für uns als Musiker interessant gemacht, dass wir da auch unseren Spaß mit haben. Und die Leute haben auch den Spaß gehabt. Und dann haben wir das einfach abgewechselt, auch mit eigenen Titeln. Und es hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben da von kleinen Clubs bis größere Festivals haben wir da eigentlich auch sehr viel mitnehmen können. Und insofern war das gut. Jetzt bei Groovin' Abstracts, wir hatten, glaube ich, schon mal im Vorgespräch so drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich nichts gegen Cover, weil Cover ja nicht heißt, man spielt ein Stück Note für Note nach, sondern es bedeutet, man gibt im Jahr seinen eigenen Band-individuellen Ausdruck, sein Gefühl, dass man als Band fühlt. Macht ihr das bei Groovin' Abstracts ab und zu mal, dass man wirklich ein Stück nimmt, das jetzt aus dem Heavy Metal kommt oder aus dem Psychedelic und sagt, das interpretieren wir mal? Okay, also ich kann dir dazu folgendes sagen. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, vorletzte CD, die wir gemacht haben, da hatte ich eine ganz verrückte Idee. Und zwar hatte ich so eine Abhandlung geschrieben vorab und wollte sozusagen 30 Jahre, 40 Jahre Popkultur in den Fleischwolf werfen, rumdrehen und gucken, was bei rauskommt. Und im Kontext dieser CD, wenn es im Fleischwolf zum Beispiel, oder bestenfalls, oder wie auch immer. Jedenfalls wollte ich so eine Art Collage aus Versatzstücken und Fetzen von 40 Jahren Popmusik machen, ja. Und habe da probiert, das Spektrum so weit wie möglich zu halten und das Ganze, wie man so schön sagt, zu dekonstruieren und daraus sozusagen ein ganzes Konzeptalbum zu machen. Und das ist auch ganz gut gelungen, da war auch Michael übrigens beteiligt daran und hat einen sehr guten Job gemacht. Aber in dem Zuge haben wir tatsächlich zwei Songs gecovert. Und zwar auf eine sehr, sehr spezielle Art und Weise, muss man sagen. Und zwar war das einmal Ring of Fire. Und davon gibt es viele Covers. Es gibt auch viele bizarre Covers, aber ich glaube, unser ist das bizarrste von allen. Und das zweite war I Only Wanna Be With You von Dusty Springfield oder so. Von wem ist das? Ich weiß es nicht genau. Nee, ja. Ist nicht von Dusty Springfield. Von wem ist das? Mir liegt es auf der Zunge, ich weiß. I only wanna be. Aber du kennst das Stück, ne? Ja, ich kenne das. Ja, genau, ist so ein ohreingängiges Popstückchen. Ja. Und von dem haben wir auch eine relativ bizarre Version aufgenommen, die aber noch sozusagen sehr an das Original erinnern könnte. Aber ja, genau. Und das hat auch einen riesen Spaß gemacht, das so zu tun. Aber wie gesagt, das war unter der Maßgabe der Dekonstruktion. Und das war auch irgendwie nur als Teil von einem Gesamtkonzept, wenn du so willst. Ja, okay. Und aber insofern war das... Ist ja nur die Frage, dass man sagt, weil man lässt sich ja auf der einen Seite, ich habe ja die Liste hier liegen, von sehr vielen Künstlern inspirieren. Dann kann man ja auf der anderen Seite sagen, ich kann mich ja auch von einem Song oder einer Komposition inspirieren lassen und die entsprechend verarbeiten und interpretieren. Aber weißt du, ehrlich gesagt, ich finde, für mich ist es, wenn ich ein Stück total liebe, und das kann auf jeder Ebene liegen. Das kann ein ganz komplexes Rockstück sein oder das kann auch ein Popsong sein. Mir fällt zum Beispiel ein The Free Electric Band von Albert Hammond. Ich habe das geliebt, als ich so 13 war. Diese Stücke machen auch in einer gewissen Art und Weise Ehrfurcht. Das heißt, wenn ich das jetzt nachspiele, und dann wäre das irgendwie sowieso völlig verkorkst. Das würde ich nicht machen wollen, weil ich würde mir das Stück weiß ich machen. Nicht. Man kann das ja auch als Reminiszenz an den Künstler sehen. Also hast du recht. Als Huldigung. Für mich zum Beispiel, was ganz selten oder so gut wie nie im Radio gespielt wird, aber ich mir den Luxus nach der dritten Flasche Bier durchaus leiste, ist Enegada da Vida von Iron Butterfly in voller Länge zu spielen. Machst du das in voller Länge mit Schlagzeug? Voller Länge, so? 17 Minuten, 2 Sekunden. Okay. Ja. Warum nicht? Okay. Das Problem ist halt, dass es kaum Covern-Hörer honoriert, sowas.
ein Stück, was 15 Minuten dauert, 17 Minuten, das kannst du heute kaum noch im Radio spielen. Also nein, das macht heute kein Mensch mehr. Ja. Aber ich leiste mir den Luxus, weil das ja einer der ersten Stücke war, die in einmal in Richtung Psychedelic Rock ging und vor allen Dingen ja. auch einer der ersten Stücke, die einen Schlagzeuger mal ein bisschen nach vorne gebracht haben, abseits von den üblichen kurzen Soli, die da so ein Schlagzeuger gemacht hat, der ist ja eine wahr. Ganze Weile aktiv da, ne? Auch mit neuen Techniken. Wir leisten uns übrigens tatsächlich den Luxus bei den Stücken, die wir jetzt gerade im Proberaum spielen, die jetzt noch nicht veröffentlicht sind, den Luxus auch bei einem Stück ein sehr langes Schlagzeug-Solo zu featuren, und weil wir haben halt einfach auch einen super Schlagzeuger. Ja, da funktioniert das. Das kann man ruhig mal wieder machen dürfen. Ich finde das auch, dass das Bass und Schlagzeug manchmal auch in den Musikvideos so ein bisschen unterbewertet sind, obwohl die eine heiden Arbeit leisten. Kann ich nur zustimmen. Es gibt zum Beispiel, da könnt ihr drüber lächeln, von Harry Nilsson. Schmelzen, Jump into the Fire, der hat das extra für die Drummer und für den Bassmann geschrieben. Ne? Hat also da ein sehr langes Stück, das läuft auch so ungefähr 7 Minuten, und hat da drin eine sehr lange Sequenz extra für die Drummer und die Bassleute. Ah, okay, ich kenne das, glaube ich, nur in der geschnittenen Version, aber ich habe eine Sequenz daraus geklaut für ein anderes Stück von uns. Ja, was genau heißt geklaut? Inspiration geholt. Ja, Inspiration. Was übrigens gar nicht so selten ist. Es gibt Musikwissenschaftler, die sagen, es gibt keinen Akkord, der nicht schon mal komponiert worden ist in irgendeiner Form. Und wenn man gerade Popmusik, auch der Hard Rock und Metal, sich ganz viele Anleihen in der Klassik geholt haben, also Bach, Beethoven und ähnliches, was ja nicht ehrenrührig ist, sondern die sind inspiriert worden. Ne? Ja, wie geht's jetzt weiter? 1. Mai ist der große Tag, wo ihr erscheint, das Release ist, natürlich auf allen gängigen Plattformen, nehme ich mal an. Ja, also die werden überall, wo man streamen und downloaden kann, erhältlich sein. Und was ich eben noch gesagt habe, wir haben es ja über sehr, sehr lange Stücke gehabt, eben, was ich noch sagen wollte. Die Originalversion, also die eigentliche Version von Lisa, ist ja auch 9,5 Minuten. Also wir sind da gar nicht mal so viel in der Garde wieder drunter. Du hast ja bislang nur die Radioversion oder den Teaser gehört. Und selbst die gekürzte Version ist 5,5 Minuten. Die Originalversion ist 9,5 Minuten. Also insofern. Das ist sehr moderatorenfreundlich, weil in der Zeit kann man dann, der Wiese Dinge erledigen. Ja. Ja, man selbst bei den terroristischen, also bei den Kollegen im HR oder SWR und wie sie alle heißen, ist heute kaum noch ein Techniker da. Das heißt, die Moderatoren machen fast alles alleine. Und wenn die mal aufs Töpfchen müssen, dann brauchen die ein Stück, das länger wie 3 Minuten ist. Das macht mir doch echt Hoffnung, dass du das so erzählst. Ich persönlich wäre sehr glücklich drüber, wenn man auch mal die Lieder in der vollen Pracht hören würde, weil ich gerade auf das Intro sehr, sehr stolz bin, dass wir das so gut hingekriegt haben. Ja, muss ich sagen, ist natürlich ellenlang. Ne? Das reizt einen Moderator, da reinzulabern. Du solltest schon mehrere Biere trinken, bevor du das dann auflegst, bei dir oder so, wenn du das tun musst. Nein, aber ein langes Intro reizt natürlich immer einen Moderator, da reinzulabern. Ne? Damit man die Zeit bis der Song losging auch für die Hörer ein bisschen überbrückt. Weil, ja, man obwohl, muss das hätte etwas muss das immer das so ein bisschen unterscheiden. Dekonstruktion und wäre auch wundervoll. Warum nicht? Ich meine, da entsteht wieder was Neues. Ja. Warum nicht? Man muss das immer ein bisschen unterscheiden zwischen live auf der Bühne, wo die Leute euch sehen, und einem Radio oder einer CD, die abläuft, wo die es nicht sehen. Auf der Bühne sehen ja die Leute, was ihr damit verbindet, wie ihr euch bewegt, wie ihr agiert und so weiter. Und da hören sie nur ein ellenlanges Intro und sagen, wann geht es denn endlich los? Ne? Ja. War jetzt keine Kritik, sondern nur, dass der Hörer das natürlich unterschiedlich macht. Aber für die langen Stücke gibt es ja Webradios, ne, Michael? Ja. Ja.
Dann hören wir, muss man jetzt noch sagen. Ja. 20 Uhr, Eder Dampf Radio, Stream 1, wird Groove in Abstracts mit verschiedenen, natürlich mit Lisa zu hören sein. Ja, warum nicht mit der langen Version? Wir können beide spielen, wir haben ja Zeit. Ja. Das wäre wundervoll. Ja. Ja. Und natürlich haben wir auch einige Stücke, ich habe die Liste hier schon liegen, die sehr bunt ist übrigens und mich am Anfang mal so ein bisschen irritiert hat. Da steht also Rio Reiser und Heinz Rudolf Kunze neben den Talking Heads, die ich noch aus Hamburg kenne. Go-Go Penguin und Bella Fleck und Hans Reichel. Also eine sehr, sehr bunte Liste, die wir da abarbeiten werden in den 2 Stunden. Und das Schöne wird sein, es werden das ein oder andere Mitglied der Band auch live im Radio sein. Oh yeah. Ja. Wundervoll. Wir werden euch also jetzt hier über Skype geht das genauso zuschalten. Und dann könnt ihr also lustig kann Rainer erklären, warum er unbedingt Gentle Giant und Octopus hören möchte. Das musst du jetzt nicht erklären. Nein, das kannst du dann da erklären. Ich habe das auf meiner Liste auch gehabt. Also insofern, das ist verstärkt. Also, weil ich habe auch ein Stück von Gentle Giant Octopus als Einzelsong aufgeführt. Insofern, das ist sozusagen das Vollwerk. Genau, das sind Nots von Gentle Giant. The Clash, das ist ja wohl so auch so unsere Zeit, denke ich mal. London Calling oder viele andere. Ne? Das ist so gute alte Punkzeit, ne? Genau. Ja, also da. Das war halt eine Zeit, die verschwende deine Jugendmucke, ja, genau. Genau, 80, 81, da war ich dann 16. Ja. Da hörst du alles, aber irgendwie. Ja, also wir werden einen schönen, vergnüglichen Abend machen. Aber London Calling brauchen wir nicht zu spielen, weil das läuft so überall. Das wirklich, mit London Calling muss man nicht spielen, nee. Weil überall und ist definitiv nicht das beste Stück, auch wenn es ein geiles Stück ist. Nee, gibt Should I Stay, Should I Go könnte man ja quasi also in der Mitte der Sendung mal spielen als Hinweis, ob man bleiben soll oder gehen. Wie die Musik so gefällt. Ja, bedanke ich mich erstmal für das Interview. Ich freue mich dann 20 Uhr, 1. Mai, www.eda-dampfradio.de, Stream 1. Groovin Abstracts. Ob alle nun dabei sind, weiß man nicht, aber wir werden viel Spaß haben, denke ich mal.